Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und boah, das habe ich jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gesagt, denn in letzter Zeit war im Prinzip immer alles im Livestream. Aber heute am Sonntag ist eine neue SBC rausgekommen. Es hat jeder, der sich mit FIFA beschäftigt, gewusst, dass sie kommt. Ich habe eigentlich gedacht, ich mag sie nicht, aber ich mag sie jetzt doch. Und zwar das Foot Hero Spielerwahl SBC. Die Spielerwahl, ja, okay, passt. Eins von drei Foot Hero Spielern und ich mag sie, weil sie ist im Prinzip billig. Es gibt zwar nicht viel Gute zum Ziehen, oder die, was man unbedingt haben will, da wären im Prinzip bei mir nur drei. Das wären Ginola, Koroba oder die Natale. Aber schauen wir rein, was man da braucht. Und man braucht nur ein 83er Rating und ein 84er Rating. Beim 83er Rating zwei Informs, beim 84er Rating ein Inform. Und ich werde das jetzt ganz schnell abschließen. Gehen wir als erster hier rein beim 84er Rating und ich werde das Ganze jetzt einmal auffüllen und dann sehen wir uns wieder. So, dann haben wir die erste SBC abgeschlossen. Ich habe alles Gott sei Dank noch im Verein gehabt. Busquets habe ich heute gezogen, da habe ich am Handy so ein 81 plus Mittelfeldspieler Ding aufgemacht, aber der drinnen. Und den habe ich mir kaufen müssen, hier den guten alten, wenn ich hinkomme. Gomez, den habe ich mir gerade um 8k geholt. Gehen wir ab, dafür gibt es ein Jumbo Goldbag, was eigentlich ziemlich uninteressant ist. Schauen wir hier, 121 Bags, habe heute ein paar Bags geöffnet, mehr so zwei Goldspieler Bags und sowas und eben das 81 plus Mittelfeldspieler Bag. Aber ist jetzt gerade nicht so interessant, gehen wir hier rein ins 83er Rating, da brauchen wir zwei Team of the Week und ein 55er Team Chemie und mal schauen, was ich noch alles im Verein habe. So, und dann haben wir die zweite SBC auch schon aufgefüllt. Die zwei Informs hatte ich im Verein. Ich habe mir hier eigentlich nur Werner holen müssen um 3,5 und Tielemans um 3,5 auch. Den Rest hatte ich Gott sei Dank alles im Verein. Und dann gehen wir das Ganze ab. Dafür gibt es ein Prime Goldspieler Pack klein. Und dann haben wir die SBC abgeschlossen. Foot Hero Spielerwahl. Und ja, eine von drei Hero-Karten. Ich bin echt gespannt. Hier haben wir sie jetzt. Und wir werden wieder ein R3-Pick machen. Das heißt, ich schalte jetzt kurz auf Vollbild. Ich schaue jetzt selber nicht hin. Ich öffne das Pack. Es sollten alle drei hier sein. Ich drücke R3. Jetzt schalte ich um und dann schauen wir zusammen, was der erste ist. Der erste ist Robbie Keane. Naja, hoffentlich wird es noch besser. 2 ist Cole. Ich weiß nicht, was der kostet zurzeit, aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Mit Cole bin ich eigentlich schon zufrieden. Das wäre ein guter Super Sub, den kann man auf die Bank setzen. Der bringt sicher seine Leistung und auf Position 3, vielleicht kommt er, vielleicht gönnt er ihm hier mal was. Ihr wisst, was ich, oder die meisten werden wissen, was ich bei meinen Icon Packs und Picks bis jetzt gezogen habe. Nur Schmutz. Yay, jetzt wird es Zeit, dass du mal gönnst. Schau mal. Spieler Nummer 3 ist Morientes. Okay. Ein Kollege von mir hat mir einen seinen Player Pick geschickt. Ich glaube, der hat die komplett gleichen 3 gezogen. Was hatte der? Der hat 4-4. Das ist 1,86 groß, 96 Kopfballpräzision. Das könnte die neue Meta sein, die Kopfbälle. Aber ich werde trotzdem Cole nehmen. Ich schaue nur kurz, wer am meisten wert ist von den drei. Ja, Cole ist der teuerste. Fernando Morientes ist sogar der billigste mit 32k. Cole kostet auf der Xbox 57k. Also, die waren einmal mehr wert. Keine Ahnung, wieso die so billig sind. Die Karten interessieren anscheinend keine mehr. Aber den nehme ich mit. Cole kommt wahrscheinlich auf die Bank. Ich finde, er hat gute Werte. Er hat 4-4 hoch, Mittelarbeitsrate. Dann gutes Dribbling. Tempo ist in Ordnung. Abschluss passt. Pass sieht auch stabil aus. Coole Ausdauer. Kopfball könnte vielleicht ein bisschen höher sein, wenn das echt die neue Meta wird mit den Flanken. Aber gehen wir in den Verein. Auf jeden Fall, das war's für mein Video. Ich hoffe euch natürlich mehr Bäcker. Ich wünsche euch allen Ginola, die was dieses Back machen. Und dann brauche ich euch nochmal eins sagen. Ich wünsche euch was und ciao. Bis dann.